Moin und herzlich willkommen am 19. Dezember, dem letzten Montag in unserer Adventszeit. Wir gehen mit Maria und Josef in ein Luxushotel. Mal schauen, wie das dort aussieht. Josef führt Maria und Tamir vor das beste Hotel der Stadt. Maria traut ihren Augen nicht. Aber Josef, wie? Weiter kommt sie nicht, er unterbricht sie liebevoll. Nein, mein Schatz, warte bitte. Wir werden nicht in diesem Hotel schlafen, aber diese lieben Leute helfen uns. Vor der Tür steht die Ehefrau des Wirtes. Hallo, ich bin Elisabeth. Sie begrüßt Maria freundlich und nimmt die beiden mit durch die engen Gassen Bethlehems. Mittlerweile ist auch schon der Mond aufgegangen. Als sie am Rand der Stadt ankommen, sehen sie einen kleinen Stall, der vom Mondlicht beschienen wird. Es sieht gemütlich aus und Maria freut sich sehr. Hier wird sie ruhig schlafen und Kraft tanken können. Es tut mir leid, es ist eindeutig nicht unser bestes Zimmer, sagt Elisabeth traurig. Maria kann nicht anders und nimmt sie in den Arm. Es ist das schönste Zimmer, das ich mir heute Nacht vorstellen kann. Vielen Dank. Gott möge dich segnen für deine Großzügigkeit. Sie lächelt Elisabeth dankbar an. Ich bin froh, dass ich euch ein Dach über dem Kopf geben kann, antwortet Elisabeth. Ich weiß selbst, wie es ist, auf die Geburt eines Kindes zu warten. Schließlich haben mein Mann und ich 4 Söhne und eine Tochter. Maria und Josef schauen sich an. Wie aus einem Mund rufen sie erstaunt, 5 Kinder! Wow! Elisabeth öffnet die Stalltür und lässt Maria, Josef und Tamir eintreten. Sie werden von einem leisen Schnauben willkommen geheißen. Das ist Schuri, unser Ochse. Er ist ganz lieb, keine Sorge. Maria geht auf Schuri zu und streichelt ihn zwischen den Ohren. Nein, Angst braucht man wirklich nicht vor ihm zu haben. Josef legt schon Stroh zusammen, dass sie ein gemütliches Nachtlager haben werden. Elisabeth verabschiedet sich. Ich schaue heute Abend nochmal nach euch und bringe euch Brot, Käse, Oliven, frisches Obst und Wasser mit. Braucht ihr sonst noch etwas? Maria und Josef sind fast sprachlos. Nein, wir brauchen sonst nichts. Vielen Dank. Mit so viel Freundlichkeit haben wir gar nicht gerechnet. Du und dein Mann seid so großzügig zu uns. Wir danken euch und Gott sehr. Elisabeth lächelt und schließt die Stalltür hinter sich. Wow, das ist ja nochmal gut gegangen. Dann können wir jetzt zusammen singen. Einen schönen Tag noch und denkt dran, es dauert nicht mehr lang. 24 Tage bis Jesus, das meiste haben wir geschafft. Tschüss!